der Kollege Johannes Schraps. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, für die meisten Länder östlich der EU ist die Europäische Union trotz des elendigen Brexits nach wie vor ein Wohlstandstraum, ein Versprechen von Demokratie, guter Regierung und vor allem von Frieden. Und mit der Institutionalisierung der östlichen Partnerschaft haben diese Länder das Versprechen der Nähe zur EU bekommen. Mehr demokratische und wirtschaftliche Reformen verheißen mehr Nähe, explizit jedoch keinen Beitritt zur EU. Und diese theoretische Konstruktion der institutionalisierten EU-Nachbarschaftspolitik, die muss sich immer wieder im konkreten Fall beweisen. Und da ist eben jeder Partner ganz speziell. Und jede Partnerschaft muss auch differenziert betrachtet werden. Das gilt auch für den Fall von Armenien. Ist in der Vergangenheit im Umgang mit den Ländern der östlichen Partnerschaft vielleicht nicht immer alles richtig gemacht worden, so könnte das vorliegende EU-Armenien-Abkommen eher als ein Beispiel stehen, dass wir aus der Vergangenheit die richtigen Schlüsse gezogen haben. Denn es ist schon mehrfach angesprochen worden, 2013 sah sich Armenien im Prinzip vor die Wahl gestellt. Annäherung an die EU oder weitere Annäherung an Russland. Beides miteinander in Einklang zu bringen, schien damals nicht möglich. Armenien ist deshalb, auch das ist angesprochen worden, der Eurasischen Wirtschaftsunion beigetreten und hat das Assoziierungsabkommen zur EU mit der EU nicht unterzeichnet. Aber es war und ist auch kein Geheimnis, dass Armenien wirtschaftlich eng mit Russland verknüpft ist, als wichtigstem Handelspartner eng verwoben. Und es ist deshalb natürlich auch stark auf das große Nachbarland angewiesen. Und dabei geht es zum einen um die Abhängigkeit von russischem Gas, von Energielieferungen, aber auch um die mindestens 2 Millionen Arbeitsmigranten aus Armenien in Russland, die mit ihren Devisenrücküberweisungen eine wichtige Stütze für viele Familien zu Hause in Armenien sind. Und eine engere Verbindung mit der EU hätte, das hat der Kollege Sarrazin gerade richtig angesprochen, möglicherweise in diesen Bereichen Nachteile mit sich gebracht. Armenien sah sich also Druck ausgesetzt, sich zwischen den Partnern auf der einen oder auf der anderen Seite zu entscheiden oder entscheiden zu müssen. Und selbstkritisch muss man hier vielleicht tatsächlich anmerken, dass wir von Seiten der Europäischen Union damals auch nicht immer genug Sensibilität für die Befindlichkeiten des Partnerlandes aufgebracht haben. Das nun ausgehandelte Abkommen ähnelt zwar in großen Teilen den 2013 verhandelten Assoziierungsabkommen und impliziert, das ist wichtig, das gemeinsame Bekenntnis zu demokratischen Grundsätzen, zu Menschenrechten und auch zu rechtsstaatlichen Prinzipien. Es nimmt aber zum Beispiel die Einrichtung einer Freihandelszone explizit aus. Dennoch werden Handel und Investitionen durch die Übernahme praktisch aller maßgeblichen Regelungen des europäischen Binnenmarktes begünstigt und müssten sich dadurch auch verbessern. Mit der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, Abrüstung und nuklearer Sicherheit, aber auch mit der Bekämpfung von Terrorismus, von internationaler Kriminalität und von Menschenhandel greift das Abkommen zudem eben auch neue Themen auf. Und all das ganz explizit, ohne eine enge Zusammenarbeit Armeniens mit Russland auszuschließen. Was haben wir also aus dem ersten Versuch von 2013 gelernt? Erstens, das hat der Kollege Sarrazin gerade schon angesprochen, es darf kein Entweder-Oder in der Frage geben, ob Länder der östlichen Partnerschaft mit Russland oder mit der Europäischen Union kooperieren. Und zweitens, für ein solches Abkommen brauchen wir ein gutes Gespür für die aktuelle Lage in dem jeweiligen Partnerland und eine Sensibilität dafür, was für unsere Nachbarn eben auch von essentieller Bedeutung ist. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wurde dieses Mal ausdrücklich mitgedacht. Insofern spielt das vorliegende Abkommen natürlich auch im Kontext des politischen Wandels der samtenden Revolution eine besondere Rolle, weil es auch eine Unterstützung der Reform- und Transformationsprozesse in Armenien durch die Europäische Union ermöglicht. Aus meiner Sicht könnten da in Zukunft vielleicht auch leichtere Visaregelungen, ähnlich wie bei Georgien und der Ukraine, dazu beitragen, nämlich das wechselseitige Verständnis und die jeweiligen Interessen für die jeweiligen Interessen und Positionen des Partners zu erhöhen. Aber da für die vollständige Implementierung bei diesem gemischten Abkommen die Zustimmung des Bundestages notwendig ist, bitte ich an dieser Stelle noch mal um eine breite Unterstützung für diesen Gesetzentwurf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Der nächste Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU.